Herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Sebastian und heute zeige ich euch das Lego Ninjago Heft 101. Ist ein normales Lego Ninjago Magazin. Dieses Video wird auch nicht so lang wie das letzte Magazin-Video, das allererste. Da muss ich noch ein paar andere Sachen euch erzählen. Also, das ist, wie gesagt, Lego Ninjago Magazin. Hat wieder 12 Seiten Comics, zwei coole Poster, eine coole Figur aus der aktuellen Staffel und eine Goldkarte. Wir fangen natürlich mit der limitierten Karte an und das ist der Golddrache Cole. Hier ist er. Ist auch eine sehr schön limitierte Karte. Limitiert bedeutet einfach nur, dass es die nur in diesem nur in diesem Comic gibt. Bedeutet nicht, dass sie irgendwie sehr streng limitiert ist und davon gibt es nur 1000 oder so. Nein. Die gibt es natürlich ziemlich oft, aber limitiert heißt bei den Karten, dass es die nur in diesem Magazin gibt, diese Karte. Ist wie gesagt eine sehr schöne Karte. Ist wieder eine glitzernde. Die limitierten Karten sind alle glitzernde. Und ich habe euch ja in dem allerersten Video, das war auch ein Comic, also als Lego-Magazin. Also wenn ich Magazin sage, meine ich das Magazin. Das hier. Und wenn ich Comic sage, meine ich das Lego Ninjago Comic. Also nur zur Erklärung. Ja, und ich habe euch ja wie gesagt den Golddrachen Cole schon gezeigt, die Figur. Und hier haben wir jetzt die limitierte Karte dazu. So, dann zeige ich euch erstmal wieder die Poster. Die habe ich schon mal rausgenommen. Aus dem Magazin rausgenommen, meine ich. Hier haben wir jetzt auf der aktuellsten Serie. Ich kann von der aktuellsten Serie noch nicht viel erzählen, weil ich bin gerade bei Staffel 3 erst. Ich gucke mir die an. Wenn ihr euch die auch angucken wollt, fragt eure Eltern, ob die euch auf dem Tablet, wenn ihr ein Tablet haben oder am Fernseher, die App Togolino runterlädt. Da könnt ihr die Ninjago-Folgen gucken. Die erste Staffel. Problem ist da bei den ersten zwei Staffeln, dass mal Folge 1 ist und dann kommt Folge 2 und dann kommt Folge 7 oder so. Das ist das Problem. Aber danach, ich glaube ab Staffel 3 kommt dann von 1 bis 8 oder 7 die Folgen. Also eine Staffel. Ich habe jetzt schon gesehen, ich bin gerade bei Staffel 3. Ich habe aber schon mal auf Amazon Prime, wenn eure Eltern Amazon Prime habt, dann könnt, oder ja, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr fragen, ob sie die App für euch anmachen und ob ihr darauf auch Ninjago gucken kann, weil ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber damals konnte ich auch Ninjago gucken von bei Prime. Die ersten Staffeln musste man auch da zusätzlich kaufen, aber ich glaube, so auf Staffel 4, Turnier der Elemente, Turnier der Elementarmagier oder Elemente, das ab da fing das an. Früher konnte ich das mit meinem Prime-Abo also angucken mir. Ja, und ja. Und dann weiter, ich weiß nicht, wie weit ich dann geguckt habe, aber die, also Chor und diese Serie habe ich noch nicht gesehen, also kann ich ja noch nicht viel dazu sagen, zu der Serie. Die gucke ich mir noch an. Aber ich will mir jetzt erstmal die ersten Staffeln angucken, weil ich, also ich stelle euch jetzt erstmal die Sets vom Chor vor und nebenbei noch ein bisschen Legacy. Legacy sind alte Sets, die wieder neu aufgelegt worden sind, die es schon mal gab. Genau, und darum möchte ich mit. Und die Legacy spielen natürlich auch in Staffeln vorher. Weil, wenn man so einen Karton hat von Legacy, steht da drauf Session 5. Also in Staffel 5 kommt dieses Modell vor. Und was bei Ninjago so super ist, Lego kann die Figuren, die Geschichte und die Sets bauen, wie sie möchten. Die Designer können sich dort austoben. Ich glaube, Ninjago ist auch eine sehr schöne Themenreihe für die. Halt für die Lego-Designer, weil die können nicht austoben, machen, was sie wollen. Bei anderen müssen die, haben bei anderen Lizenzmodellen wie Star Wars oder Herr der Ringe, gab es ja mal, oder Harry Potter, dort müssen sie natürlich an die Filmvorlage halten. Bei Ninjago nicht, da können sie machen, was sie wollen. Und ich glaube, für einen Designer ist es super, dass er sich austoben kann, wie er möchte. Und ich glaube, die machen erst die Figuren, dann machen sie die Fahrzeuge und bauen erst dann die Geschichte drumherum auf. So kann ich mir das vorstellen. Ich weiß es nicht, kann auch anders sein, aber so könnte ich mir es vorstellen, weil so gibt es natürlich sehr viel Sinn. Wie gesagt,
Ihr könnt eure, das, ich weiß es nicht, ich muss mal kurz gucken, ob das Comic noch aktuell ist, ob man das jetzt im Moment noch kriegt. Da habe ich nicht geguckt. Ja, am 16. Mai kommt erst das neue Comic raus. Also das ist im Moment das aktuelle Ninjago-Comic. Und ihr könnt, wenn eure Eltern ja mal zur Tankstelle fahren oder oder in die Stadt oder zum Kiosk, dann könnt ihr eure Eltern ja mal lieb und nett fragen, ob sie mal gucken, ob es das Ninjago-Heft noch gibt. Wenn ja, ob sie euch dann eine Ausgabe von mitbringen könnten. Ganz ehrlich, wäre ich so 2011, 6, 7 oder wenn ich jetzt 6, 7 Jahre alt, würde ich, glaube ich, Lego Ninjago lieben. Und ich würde, glaube ich, auch die Sets davon sammeln, weil sie halt einfach nur eine super Serie ist. Ich bin jetzt ein Erwachsener, aber mich begeistert die Themenreihe immer noch sehr stark. Und deswegen mache ich natürlich hier die Videos dazu. Und dieser Kanal, also Ninjago Hüter, nee, Ninja Hüter, Entschuldigung, der ist eher auf die jüngere Zielgruppe gerichtet. Und da habe ich noch einen Kanal, da zeige ich aber nur Lego Technik Sets und die sind eher so für Jugendliche und für Erwachsene gedacht. So, und jetzt habe ich vergessen, die zweite Seite vom Poster zu zeigen. Hier haben wir sie. Und das ist der Golddrachen Zane. Die Figur habe ich noch nicht, es ist auch eine wunderbare Figur. Die Golddrachen sind schön, weil die sehr viel transparente Teile haben. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöne Poster. Also unschlagbar, eisig. Eisig. Ach, eisig. Oh mein Gott, ich habe mich verlesen. Wie peinlich. Kann ja mal passieren. Wegen so einem Versprecher fange ich jetzt nicht an, das Video nochmal von vorne aufzunehmen. So, und hier haben wir das Magazin. Ist ein typisches Lego-Magazin. Und zwar habt ihr hier Rätsel. Dann habt ihr etwas über diese Figur. Ich glaube, ich spreche sie falsch aus. Aspera? Ich weiß nicht. Ich kann sagen, dass ich die komplett falsch ausspreche. Dann tut es mir leid. Aber hier sind ein paar Rätsel. Hier ist etwas über die Figur erklärt. Über den Charakter. Habt ihr Rätsel und Spiele? In diesem Ninjago Magazin gibt es sehr viele Rätsel und 12 Seiten Comic. Und ich lese mir die Comics auch durch. Ich finde die Ninjago Comics wirklich sehr schön. Schön gezeichnet und sehr schöne Geschichten. Also mir gefallen die wirklich sehr gut. Und hier hat man jetzt halt ja, Spiele oder Rätsel, die halt sich mit Ninjago beschäftigen. Oder hier ja, also Fehlersuch-Rätsel. Hier ist Pythor. Ich habe jetzt ein Set bestellt und das ist halt von 2019. Ist das Jays Flugzeug. Und da ist Pythor dabei. Der ist auch noch pink. Ne, lila. Und hier ist er weiß. Weil er halt von der Riesenschlange verschluckt wurde. Und als die besiegt worden ist, der hat auch Meister Wu verschluckt, der kam raus und er kam dann halt nicht mehr lila, sondern weiß heraus. So ist es dann halt. Ah ja, was ich noch sagen wollte, mein Lieblings-Ninja ist immer noch, also nicht immer noch, aber ich liebe immer Jay. Der Charakter ist super und ich kann mich halt, ja, ich sehe in Jay mich manchmal in manchen Situationen und deswegen bin ich von dem Ninja Jay natürlich total begeistert. So, das Video wird doch wieder ziemlich lang. Das tut mir dann leid. Hier habt ihr einen Comic. Ich will jetzt dann noch nicht spoilern. Hier habt ihr auch wieder, ja, nee. Doch, das ist auch ein Spiel. Hab mich am Anfang irritiert. Ich dachte, hier wird einfach nur gezeigt, die Comics. Nein, das ist auch ein Spiel. Hier könnt ihr das Abo abschließen, die Magazine. Dann kriegt ihr 13 Ausgaben. Ja, für 64,87 € und 25 Booster Packs könnt ihr euch dann, ja, können eure Eltern ein Abo abschließen, dann kriegt ihr das regelmäßig zu euch nach Hause geliefert. Ob ihr das machen möchtet oder eure Eltern, müsst ihr einfach mal fragen. So, ja, ich will ja nicht vor, ja, und hier. Hier sind halt so, ja, so zu bestimmten Staffeln sind hier halt Fragen. Oder zu bestimmten, ja, Staffeln sind hier Fragen.
Ich finde, also ich finde das schön, dass bei den Jago-Heften so viel Rätsel dabei sind. Ist auch was Schönes. Nicht nur lesen, man kann auch was rätseln. So, hier habt ihr noch ein Rätsel. Genau, die Seite ist auch schön. Wenn ihr ein Bild gemalt habt von den Jago oder etwas aus Lego gebaut habt von den Jago, könnt ihr eure Eltern fragen, ob sie ein Foto von den Sets machen, also von den selbstgebauten. Oder ob ihr ein Foto oder ob ihr das Bild, was ihr gemalt habt, dann Foto oder Bild oder beides, halt mal hier zu Blue Ocean hinschicken könnt, dürft, dann schickt ihr das hier hin und dann, wenn ihr Glück habt, wird eures Bild vom Set oder eures Bild in der nächsten Ninjago Magazin Heft ja, dargestellt, also hinzugefügt wie hier. Hier seht ihr die, hier machen sie Spin Shih Tzu. Hier auch nochmal. Und ja, könnt eure Eltern fragen, ob sie halt das Bild oder das Foto von irgendeinem selbstgebauten Set dahin schicken könnt. Vielleicht habt ihr Glück und es wird euch dann, vielleicht habt ihr Glück und es wird dann beim nächsten Heft gezeigt. Hier könnt ihr das hier ausfüllen und abtrennen. Und ja, hier könnt ihr Fragen beantworten, wie ihr das Magazin findet. Und ihr habt dann die Chance, zweimal, also jeweils gibt es zwei Gewinner und die gewinnen eins von den beiden hier. Wie gesagt, könnt ihr mal eure Eltern fragen, ob ihr das ausfüllen und dorthin schicken könnt. Ja, und den gibt es am 16. Mai. Das ist der Goldene Zane. So, und jetzt kommen wir zu der Figur Aspera oder so, ich weiß es nicht. Also, fies, böse, unfair, rachsüchtig. Das ist die Beschreibung von der Figur. So, und hier habt ihr die. Hier ist die Figur. Sie hat hier ein Unterteil wie halt manche Gespenster oder wie der Overlord. Der hat genauso so Beine hier. Ist ein schönes Teil, ist ein schönes Beinteil. Soll halt so etwas, ja, wie so, sagen wir, wie so ein Flaschengeist darstellen, dass hier unten so keine Beine hat, sondern etwas Rauch da ist. Ist auch in einer schönen Farbe. Da gibt es so ein Gespenst, Seelenschützen heißt der, nee, Geisterschützen, der gefällt mir nicht. Hier ist das so eine komische Farbe verläuft ineinander, sieht nicht schön aus. Aber bei der Figur sind die Farben sehr gut getroffen. Hier hinten sind nochmal zwei Noppen, hier könnt ihr nochmal was anbringen. Dann hat er halt hier so eine Kristallwaffe. Und der Kopf, den gibt es auch schon, ich glaube, also von so Feuerschlangen. Also diesen Kopf gibt es schon ziemlich oft bei anderen Figuren von Ninjago. Aber vorne ist auch eine schöne Bedruckung. Schöne, echte super Bedruckung vorne. Hinten gucken wir erstmal nach, wie es aussieht. Dann nehme ich erstmal ja, diesen Schulterpanzer ab und so. So sieht die Figur von hinten aus. Hat eine schöne Panzerung. Vorne hat es auch so eine Panzerung. Ist halt, wie gesagt, eine wirklich sehr, sehr schöne Figur. Okay, dann wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dem Video. Und immer schön Stein auf Stein. Schöne Grüße vom Niederrhein und tschüss.